Riggers Zeit in München ist ein Kampf um Anerkennung. Nicht mein Stand ist wichtig, sondern was ich erreicht habe, meine eigene Leistung. Max Rigger lebte in München und kämpfte an allen Fronten. Beruflich versuchte er sich durchzusetzen und privat wollte er Elsa von Bergen heiraten, die aber nicht so richtig wollte. Diesen Spagat finden wir in seiner Musik wieder, wie ich finde. Diesen Kampf zwischen alt und neu, zwischen dem eigenen Weg und der Gefälligkeit, dass das Publikum diese Musik versteht und auch kauft.